In dieser 4000 Quadratmeter großen Halle in Mönchengladbach steht eine der modernsten Produktionsanlagen der Welt. Und zwar für Jeans. Noch läuft sie nur im Testbetrieb. Der Modekonzern C&A hat die Anlage in 6 Monaten hochgezogen und 4 Millionen Euro investiert. Im September 2021 haben wir hier den Testbetrieb der Näherei gestartet und wir planen im Frühjahr die erste Jeans made in Mönchengladbach verkaufen zu können. Textilien made in Germany. Bislang hat sich das für C&A nicht rentiert. Doch anders als in Niedriglohnländern sind hier nun hochmoderne Maschinen im Einsatz. Dieser vollautomatische Pocket-Seller vernäht die Hintertaschen der Jeans. Und dieser Laser trägt den modischen Used-Look auf die Jeans auf. 400.000 Jeans sollen im ersten Jahr produziert werden. Weniger als 1% der Jeans bei C&A. Im nächsten Jahr soll die Menge immerhin verdoppelt werden. Doch können Jeans aus Deutschland wirklich wettbewerbsfähig sein? Natürlich wollen wir mit den Jeans, die wir hier produzieren, auch Geld verdienen. Das ist kein PR-Gag von C&A. Wir meinen das hier ernst. Wir wollen hier wirklich unter Einsatz von hochmodernen Technologien besonders nachhaltig produzieren. Rund 80 Euro werden die Jeans von hier kosten. Mehr als doppelt so viel wie vergleichbare Jeans aus Niedriglohnländern. Dafür sollen sie als CO2-neutral und made in Germany vermarktet werden. Ausschlaggebend für den Standort war die Kooperation mit der Hochschule Niederrhein und der Technischen Hochschule Aachen. Ursprünglich war das Ziel, eine besonders nachhaltige Produktionsweise zu entwickeln. Doch mit den momentanen Lieferschwierigkeiten erweist sich die Entscheidung erst recht als richtig, Produktion nach Deutschland zurückzuholen. Die Lieferengpässe in der Textil- und Bekleidungswirtschaft sind sehr extrem. Viele Transporte funktionieren einfach nicht mehr so, wie man das vor der Pandemie kannte. Auch in anderen Branchen werden Lieferketten verkürzt und Produktion zurückgeholt. So hat Bosch im Juni eine hochmoderne Chipfabrik in Dresden eröffnet. Insgesamt 12% der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe wollen in Zukunft verstärkt auf heimische Beschaffung setzen. Das hat Lisandra Flach vom IFO-Institut in München in einer Studie herausgefunden. Wird die Globalisierung etwa zurückgedreht? Zurückgedreht wird jetzt die Globalisierung nicht. Das hätte auch enorme Folgen auf die deutsche Wirtschaft. Aber sie wird ja feinjustiert, um die Resilienz der Lieferkette zu steigern. Also 40% der Industrieunternehmen in Deutschland planen in Zukunft ihre Beschaffungsstrategie zu ändern. Und die Unternehmen wollen vor allem ihre Lagerhaltung erhöhen, die Lieferkette stärker in Bezug auf Zulieferer zu diversifizieren und die Lieferkette besser zu überwachen. Wie das aussehen kann, lässt sich beim Elektronikkonzern Steinel in der Nähe von Gütersloh beobachten. Steinel stellt Leuchten- und Bewegungssensoren her. Alles Produkte, die Computerchips benötigen. So ein Chip wie hier auf dieser Platine hat vor der Pandemie 70 bis 80 Cent gekostet und wird nun zum Teil für das Zehnfache gehandelt. Ja, das ist eine ganz schwierige Situation, weil wir natürlich versuchen, das zu durchleben und darüber hinwegzukommen. Mich beschäftigt das jeden Tag und ganz massiv, weil das natürlich, das kann existenzbedrohend sein. Dazu kommen Probleme in den Lieferketten. Steinel war auch betroffen, als das Schiff Ever Given im Suezkanal feststeckte, hatte für die Produktion benötigte Teile an Bord. Für den Lieferkettenmanager Nils Reiprich keine einfache Zeit. Das waren natürlich absolut herausfordernde Tage für uns, für mein Team. Gerade, ich sag mal, als Außenstehender sieht man die Bilder in den News, wie da ein Schiff im Suezkanal feststeckt. Wenn man tatsächlich selber davon betroffen ist als Firma, weiß man natürlich, welche Hintergründe dahinter stecken. Nils Reiprich und sein Team befürchteten, dass die Produktion stillsteht, wenn das Schiff und die Ware nicht schnell wieder freikommen. Zum Glück hat man sich hier schon vor der Pandemie dafür entschieden, in die Überwachung der Lieferketten zu investieren, was sich nun als große Hilfe erweist. Mit dieser Software kann Nils Reiprich Containerschiffe und LKW per GPS verfolgen. Also hier können wir jetzt relativ schön sehen, das Schiff, auf dem die Rohmaterialien aus Asien geladen sind, wo es sich gerade befindet. Es liegt momentan vor Malaysia.
Kommt es zu Verzögerungen, kann Nils Reiprich schnell reagieren. So musste er erst kürzlich einen Lkw-Transport von Shanghai nach Nordrhein-Westfalen organisieren, weil keine Container für den Seeweg verfügbar waren. Das kostete 10.000 US-Dollar mehr. Die insgesamt steigenden Beschaffungskosten haben dazu geführt, dass Steinl die Preise für die Endprodukte anheben musste. 26% der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe wollen laut der IFO-Studie ihre Lieferketten künftig stärker überwachen. Die Lieferprobleme und der damit verbundene höhere Aufwand bei der Beschaffung belasten nicht nur die Unternehmen, sondern werden sich in den nächsten Monaten auch verstärkt auf die Verbraucher auswirken, sagt Saskia Sadesai, Expertin für internationale Wertschöpfungsketten beim Fraunhofer Institut in Dortmund. Die Verbraucher werden das auch in ihrem Geldbeutel merken, dadurch, dass Container momentan Mangelware sind, führt es dazu, dass die Containerpreise aktuell in die Höhe schießen. Das heißt, zumindest im Jahr 2022 hier wird das entsprechende Effekte auf die Endprodukte auch haben, sodass sich die Produkte dann auch verteuern. Neue Wege geht auch das Unternehmen Munk in Günzburg bei Ulm. Das Familienunternehmen mit rund 400 Mitarbeitenden stellt Leitern und Gerüste her. Mehr als 400.000 Leiterteile laufen jährlich von den Maschinen. Doch auch hier hatte man in den vergangenen Monaten mit Lieferengpässen zu kämpfen. Zum Beispiel beim Gummischuh der Leitern. Hergestellt wird dieser Schuh in Europa. Aber dieser Schuh hat Weichmacher, das sind Chemikalien, wo dazugemischt werden, und die kommen nicht mehr aus Europa. Die kommen von China, und wenn ich diese Weichmacher nicht habe, so wie es in jüngster Vergangenheit war, dann ist die komplette Lieferkette unterbrochen und ich kann diesen Schuh nicht mehr herstellen. Aus diesem Grund lässt Ferdinand Munk nun eine neue Lagerhalle mit 5000 Quadratmetern Fläche bauen. Hier sollen kritische Vorprodukte wie der Weichmacher eingelagert werden, um bei Lieferverzögerungen Vorrat zu haben. Auf verstärkte Lagerhaltung wollen 23% der Industrieunternehmen setzen. Geschäftsführer Ferdinand Munk ist überzeugt, die Pandemie habe gezeigt, dass Just-in-Time-Produktion ein Holzweg war. Just-in-Time wird die nächste Zeit, ich bin überzeugt, überhaupt nicht mehr funktionieren. Denn wir haben jetzt gesehen, dass alle, die just in time leben, eben die Lieferketten unterbrechen mussten, Kurzarbeit anmelden, was wahnsinnig Geld kostet. Die Pandemie hat gezeigt, wie störanfällig die globalen Lieferketten sind. Das zwingt die Unternehmen zum Handeln und wird deren Beschaffungsstrategie wohl dauerhaft verändern. Ziemlich interessant, was unsere Recherchen da ergeben haben, oder? Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch am besten hier gleich unseren Kanal. Und hier haben wir noch weitere investigative und spannende Recherchen.